Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Heute Abend werden wir die unglaublichste Geschichte, die man je gehört, die man je gelesen hat, in den Weltreligionen, in der Weltgeschichte, werden wir heute Abend hören. Es ist eine Geschichte, um mit meiner Familie anzufangen, aber ich könnte das auf euch ausdehnen, auf viele andere Menschen, die junge Leute dazu veranlasst, bis nach Papua-Neuguinea zu gehen, bis nach Neuseeland zu gehen, in die Philippinen zu gehen, nach Tansania zu gehen, nach Ghana zu gehen, immer nur mit dem einen Ziel, diese unglaubliche Geschichte ans Ende der Welt zu bringen und neues Leben zu ermöglichen. Mein Thema ist eine unglaubliche Geschichte. Ja, sie beginnt damit, dass ich auf Christus verweise. Christus am Kreuz. Unfassbar. Unfassbar. 7 Worte am Kreuz von Christus. In 6 Stunden. In einem ungeheuren Tumult, wo man ihn verachtet hat, gespuckt hat, alles Böse mit ihm getan hat. 6, 7 kurze Wörtchen. Zum Teil bestehend aus einem Wort. Und da hat er sein ganzes Evangelium hineingepackt. Ich werde euch mit dem einen oder anderen überraschen, wie ja auch das Kreuz Christi eine totale Überraschung ist. Und ich hoffe, dass es euch anspricht und dass der Herr Jesus selber, der ja gegenwärtig ist, dass er zu eurem Herzen spricht. Noch einmal, 7 Worte in 6 Stunden von unsäglichem Leid, von unsäglichen Schmerzen ans Kreuz genagelt. Da wurde verflucht, da wurde verurteilt, da wurde geschrien, da wurde verdammt, ein ungeheurer Tumult. Ein jüdischer Schriftsteller namens Josephus hat die Szene beschrieben. Ich verzichte darauf, aber wir können uns den Tumult nicht groß genug vorstellen. Und da in der Mitte, unter vielen anderen Gekreuzigten, und da in der Mitte, der Jesu, mit einer unvorstellbaren Ruhe, ohne ein einziges Wort der Anklage, der Rechtfertigung, der Verurteilung. Wozu er wirklich das Recht gehabt hätte. Er war unschuldig. Nichts. Sondern immer nur an die Menschen und für ihr Gutes gedacht. Das ist schon meine ganze Predigt. Ich muss sie jetzt noch ausfüllen. Dürft ihr nie vergessen. Ich sage es nochmal. 7 in 35 Sekunden zu lesende Worte. Das war alles. Und dann gelitten, unsäglich, genagelt. Es muss so was Besonderes gewesen sein. Nicht umsonst, sagt der Hauptmann, der das Ganze organisiert hatte, am Schluss mit seiner Mannschaft, zutiefst betroffen. Der muss Gottes Sohn gewesen sein. Und wir sagen heute, der ist Gottes Sohn und wird immer Gottes Sohn sein. Ich fange an. Diese Geschichte ist eine Geschichte von unsäglicher Freude, von vollkommener Freude. Und wenn ihr mich fragt, Dieter, woher hast denn du das? Dann sage ich, das habe ich von Jesus. Kurz bevor er nach Jerusalem einstieg,
da hat er seine Rede, da hat er seine Bilanz gezogen vor seinem himmlischen Vater. Und der Vorausblick, was jetzt geschehen wird, müsst ihr nachlesen in Johannes 17. Dieser Herr Jesus blickt zurück, blickt auf die Gegenwart und blickt auf die Zukunft. Und da sagt er, ich sage sofort das Wesentlichste, ich sage alle diese Dinge, damit meine Freude in ihnen vollkommen vorhanden sei, vor dem Kreuz. Der Schlüssel zum Verständnis vom Kreuzesgeschehen ist die unsägliche Freude Jesu in unserem Herzen. Und er sagt zwei Dinge, nur zwei in diesem Zusammenhang. Aber ihr müsst mir da sprechen, Johannes 17 mal zu lesen als Eingang, als Schlüssel zum Verständnis des Kreuzesgeschehen. Zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Er sagt, ich gehe jetzt hin und heilige mich an ihrer Stelle, damit auch sie geheiligt seien. Heiligen heißt, ich opfere mich für sie. Ich opfere mich für sie an ihrer Stelle, damit sie alle auch so wie ich geheiligt sind. Und das andere, lieber Vater, ich habe dich die ganze Zeit verherrlicht in der Welt und deinen Namen berühmt gemacht. Ich werde weiterhin deinen Namen verherrlichen in der Welt durch meine Boten, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, vor Grundlegung der Welt in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist meine Hoffnung, dass heute Abend diese Liebe und diese Freude auch in euer Leben einzieht. Das ist das Geheimnis eines guten, erfolgreichen, fröhlichen Lebens, dass die Liebe in uns einzieht, zusammen mit Jesus. Das ist wichtig. Nicht viele Details über dies und jenes, sondern dass die Liebe, die Freude in unsere Herzen einzieht, weil Christus eine unglaubliche Geschichte veranstaltet hat am Kreuz. Nicht erst bei der Auferstehung, vorher. Und so hat er seine letzten Worte am Kreuz leise, aber hörbar ausgesprochen innerhalb von 6 Stunden. Ich habe es abgemessen, 30 Sekunden, wenn man es zusammenliest. 35 Wörtlein, 35 Wörtlein. Die Basis ist vollkommene Freude. Johannes 17, Vers 13, genau in der Mitte. Johannes hat 26 Verse. Er setzt das genau in die Mitte, um deutlich zu machen, das ist der Schlüssel zum gesamten Gebet. Das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Das kommt in die Mitte. Meine Freude soll vollkommen in euch sein und euch verändern. Ja. Also, nun wollen wir mal sehen, was er denn da so sagt. Das ist so reich, dass ich mir eine Grenze auferlegt habe und nicht alle 7 Worte heute Abend auslege. Dann schlaft ihr ein. Das mache ich vorher Schluss, damit wir heimgehen können. Das erste Wort lesen wir in Markus 15, Vers 34. Andrea, meine liebe Schwester, hat uns den Psalm vorgelesen. Psalm 22. Jesus rief mit lauter Stimme, und das müsst ihr gut zuhören, nicht warum, sondern wozu. Ihr könnt mir glauben, ich habe das sprachlich alles sehr genau geklärt. Ich sage nicht Sache, wo nicht stimme. Er beginnt, wozu, für welchen Zweck hast du mich verlassen? Wozu,
Für welchen Zweck hast du mich verlassen? Und das Wozu lässt schon anklingen, die Frucht. Wir werden von zwei wunderbaren Früchten die Rede hören. Zwei Früchte, die werden wir ansprechen. Wozu hast du mich verlassen? Ich wiederhole die wichtigsten Aussagen, die im Psalm 22 vorkommen. Wer mich sieht, macht sich lustig über mich, lacht höhnisch, schüttelt den Kopf. Meine Feinde umringen mich wie eine Herde Stiere. Die wilden Tiere umzingeln mich wie ein Rudel Hunde, umkreisen mich meine Feinde. Sie haben meine Hände und Füße angenagelt. Meine Gegner schauen mich schadenfroh an, sie teilen meine Kleider unter sich auf und sogar noch mein Untergewand. Stellt euch mal vor die Entwürdigung. Man hat ihm sein Untergewand genommen und er ist völlig nackt am Kreuz gehangen. Da sage mir jemand, diese Geschichte ist interessant. Ist das interessant? Das ist eine unglaubliche Geschichte. Man hat ihm die letzte Würde, den letzten Respekt genommen. Ich bin nur ein Wurm. Ich bin kein Mensch mehr. Wozu? Wozu hast du das gemacht? Jetzt kommen wir zur Kreuzigung. Da hören wir nämlich von den Hunden. Da hören wir von den Stieren. Da hören wir von dem Gebrüll. Ich zitiere. Da schrie das ganze Volk allesamt noch lauter. Hinweg mit diesem. Ans Kreuz mit ihm. Gib uns den Barabbas frei. Achtung, das sind die Feinde. Wozu, Gott, hast du mich verlassen? Da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu antworten, ich kenne diesen Menschen nicht. Sein treuester Freund, ich kenne diesen Menschen nicht. Er hat ihn verleugnet. Der Hohe Rat gab die Erklärung ab. Er ist des Todes schuldig. Hierauf spähen sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche. Dann entkleideten sie ihm außerdem noch das Unterkleid, flochten eine Dornenkrone, die sie ihm aufs Haupt drückten und gab ihm ein Rohr an die rechte Hand. Darauf warfen sie sich vor ihm auf die Knie, verhöhnten ihn mit den Worten, sei gegrüßt, du Judenkönig. Hierauf verließen ihn alle Jünger und ergriffen die Flucht. Liebe Brüder und Schwestern, das war Jesus am Kreuz. Wozu? Er hat kurz vor seinem Einzug in Jerusalem das berühmte Wort gesprochen in Markus 10, Vers 45. Ich bin nicht gekommen, obwohl ich Gottes Sohn bin, damit mir diene. Auf das hätte er Anspruch gehabt. Ich bin nicht gekommen, damit mir diene. Jetzt kommt's. Ich bin gekommen, um mein ganzes Leben hinzugeben als Sühnopfer für alle Menschen. Sühnopfer für alle Menschen. Er opfert sich für Menschen, die seine Feinde sind, die ihn verlassen. Dazu gehöre ich auch. Man muss sich mal überlegen. Jesus hat gelehrt, was ist das größte Gebot? Du sollst deinen Vater, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Gemüt, von aller Kraft, mit allem deinem Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich sehe hier eine liebe Freundin, Samira, das halte ich nicht aus, das kriege ich nicht hin.
Das kriege ich nicht hin. Du sollst nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern das Böse mit Gutem vergelten. Das kriege ich nicht hin. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt ihr ihnen tun. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Das kriege ich nicht hin. Ich brauche Vergebung. Ich brauche jemand, der mir meine Schuld nimmt vor dem ewigen Gott. Und das tut er. Er bezahlt meine Schulden. Er bezahlt deine Schulden. Er bezahlt die Schulden der ganzen Welt, alle Menschen. Haben wir gut gehört. Sühnopfer für die Menschheit. Ich habe gesagt, das ist eine unglaubliche Geschichte. Und sie bleibt weiterhin unglaublich und gleichzeitig eine Riesenfreude. Die Schulden sind bezahlt. Ich bin selber jetzt sehr gerührt. Ich muss immer wieder aufpassen. Mich packen diese Aussagen, weil sie so unwahrscheinlich, unglaublich und unvorstellbar sind. Mein kleiner Verstand kann das nicht begreifen. Aber ich begreife, dass ich am Abend vergnügt ins Bett singen kann, dass Vater unser beten kann und sagen kann, danke Herr, dass du auch meine Schuld vergibst. Und ich kann morgen früh wieder neu anfangen. Sühnopfer für alle Menschen. Ob Papua Neuguinea, jetzt gerade ist vermutlich unsere Lisa dort gelandet. Jetzt muss ich direkt lachen. Ist in Papua Neuguinea gelandet. Und der Jan, unser Anzuenkel, der ist in Neuseeland. Wir sind vor 50 Jahren nach Ghana. Christina ist in die Philippinen gereist. Und so weiter. Wegen dieser unglaublichen, unvorstellbar, aber wahren Geschichte. Meine Schuld, liebe Freunde, meine Schuld ist bezahlt. Meine Schuld ist bezahlt. Ich darf vor Gott hintreten und muss nicht Angst haben vor dem Gericht. Ja, ich sage euch jetzt zwei unglaubliche Aussagen, die ihr weiterhin macht. Seid ihr noch nicht eingeschlafen? Okay, dann machen wir weiter. Hier schreibe ich einmal hin, Markus Kapitel, hier habe ich meine Predigt, da muss ich nochmal nachschauen, 23, 34. Lukas 23, 34. So, und jetzt müsst ihr auf was gespannt sein. Kaum ist Jesus am Kreuz. Das erste Wort am Kreuz lautet, ich kann es nicht glauben, aber es ist wirklich so, Vater, vergib ihnen allen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh, das ist ja unglaublich. Vergib allen meinen Feinden, die im Psalm 22 erwähnt wird und die erlebt im Kreuz und die erlebt heute bei mir und bei meiner Umgebung. Vater, er hat ja bezahlt, oder? Er hat ja bezahlt. Und die Frucht davon ist, dass er jetzt vergibt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er entschuldigt sich für sie, weil er die Schuld auf sich nimmt. Er entschuldigt sie, weil er die Schuld auf sich nimmt. Das ist die unglaubliche Geschichte. Vergebung seit Golgatha ist die größte Kraft in unserer Welt. Ohne Vergebung Elend. Ohne Vergebung kein Frieden. Ohne Vergebung sind wir verletzlich. Ohne Vergebung sind wir vom Leben abgeschnitten. Und mit der Vergebung blühen wir auf. Dann kommt das Leben. Das Leben bei mir und das Leben bei meinen Mitmenschen.
Ich erinnere daran, dass Jesus in einem unglaublichen Gleichnis davon gesprochen hat, dass er ein König war und er hatte einen Schuldner. Und er hatte 10.000 Talente Schuld, ein unglaubliches Vermögen. Da hatte der Herr Erbarmen und sagt, du musst nicht ins Gefängnis, ich vergebe dir das. Das müssen wir mal begreifen, das ist das unerhörte Glück, die Freude. Und dann geht er hin und hat jemand, wo schuld war. Wir wissen nicht ganz genau, ob er schuldig war oder der andere schuldig. Das ist für Jesus nicht interessant. Wichtig ist, dass die Schuld weitergegeben wird. Das ist jetzt eine sehr ernste Situation, weil viele unter uns, und ich schließe mich dazu ein, dass wir immer wieder in die Gefahr stehen, dass wir wohl die Vergebung für uns beanspruchen, aber nicht vergeben. Das ist eine alltägliche Situation. Das ist Hamas. Das ist Ukraine. Rache, Rache. Man überwindet nicht mehr das Böse mit dem Guten, sondern man überwindet das Böse mit dem Bösen. Verdoppelt das Böse, verdreifacht das Böse, verhundertfacht das Böse. Denkt mal drüber nach. Wenn wir Böses mit Bösem vergelten, wenn wir nicht vergeben, dann verdoppelt sich, verdreifacht sich, vervierfacht sich, dann gibt es Krieg. Deshalb, ich sage es mit großer Überzeugung, Römer 12, 21, mit der Kraft unseres himmlischen Vaters, überwinde das Böse mit dem Guten. Und du wirst Leben schaffen, bei dir und bei deinen Mitmenschen. Ich bringe nicht viel von mir persönlich, aber da in Klammer schalte ich ein, das habe ich erfahren. Das ist reine Wahrheit. Klammer zu. Das ist die erste Frucht, warum Jesus gerufen hat. Wozu? Was soll geschehen, dass ich jetzt verlassen bin? Weil ich die Schuld meiner Feinde auf mich nehme und die Schuld bezahle. Jetzt kommt eine zweite Frucht. Die ist genauso wunderbar. Man flippt fast aus. Ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht ausflippe in dem, was ich sage. Rechts. Hier. Lukas 23, 43. Jetzt müsst ihr euch mal das anhören. Da hängt doch tatsächlich einer der Verbrecher mit Jesus am Kreuz. Warum das Gott so organisiert hat, ihr Lieben, weiß ich nicht. Aber so ist es. Da hängt ein Verbrecher mit Christus am Kreuz und der hat etwas begriffen, dass dieser Jesus vielleicht doch Gottes Sohn ist. Denn der hat sich ja gewundert, wie er sich verhalten hat und dass er nie geflucht hat. Er hat nicht verurteilt, er hat nicht verdammt. Dann sagt er, Herr, wenn du in dein Reich kommst, ich denke, du gehst in das Reich Gottes, dann vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht. Denk an mich. Sorg für mich. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Dann sagt dieser Jesus als ein anderes Wort. Heute wirst du mit mir ins Paradies einziehen. Heute. Er sagt nicht, du kannst runter und dich betätigen und schaue, dass ein ordentlicher Mensch wird. Hätte er ja machen können. Ja? Heute mit mir ins Paradies einziehen. Jetzt müsst ihr euch das einfach für einen Moment mal vorstellen. Da kommt der Gottessohn ins Paradies oder ins Reich Gottes und bringt diesen Lümmel mit. Verbrecher. Der hat nichts Gutes getan. Im Gegenteil, der hat nur Böses getan. Den nimmt er mit, ich möchte fast demonstrieren, Arm in Arm, zieht er mit dem ein. Du liebe Zeit, sagen die Engel, das kann doch nicht wahr sein. Das muss ein Fehler sein. Da macht er ein dummes Zeug. Der macht den Spott von uns.
Der hätte doch Petrus mitbringen können. Der hätte Jakobus mitbringen können. Und so ist ein Getuschel unter den Engeln. Die sagen, ach du liebe Zeit, warum ist das passiert? Das ist ein Fauxpas, das ist ein Fehler. Das ist daneben gegangen. Was können wir da auch machen? Und wisst ihr, was denn Jesus in aller Kühle und Gelassenheit sagt? Ich muss das Wort suchen. Jemand habe ich es mal gesagt. Das ist der Prototyp aller Menschen, die von jetzt an so gerettet werden. Nicht die Erfolgreichen, sondern die armen Lümmel. Und das deckt sich doch mit dem ersten Wort von Jesus im Matthäusevangelium. Matthäus 5, Vers 3. Überglücklich sind die Bettelarmen im Geiste, die vor Gott nichts bieten. Ihnen gehört das Reich der Himmel. Er ist treu geblieben bis zum Schluss. Überglücklich. Sind wir überglücklich? Ich hoffe, wir sind überglücklich. Nicht, weil wir erfolgreich sind in der Kirche. Erfolgreich sind im Beruf. Es ist gut, wenn wir erfolgreich sind. Das ist auch ein Thema. Aber damit können wir nicht in den Himmel kommen. Sodele. Und jetzt kommt noch zwei Sachen. Also ich unterstreiche, durch Jesu Tod, stellvertretendem Tod, durch das er mich bezahlt, erhalte ich die Vergebung der Sünde und kann es fest weitergeben. Und ich komme in den Himmel. Ich glaube das. Ich komme ins Recht Gottes mit Jesus. Hat nicht distanziert gesagt, komm du noch mal hin, der drei. Ist ein bisschen peinlich, dass du mitkommst. Nein, er nimmt ihn Arm in Arm. Das Wort im Griechischen, Meta, heißt so, ist er eingezogen. Ja, und jetzt kommt noch mal was Interessantes. Ein anderes Wort Jesu. Nämlich, er ruft aus Johannes 19,30. Es ist vollbracht. Das ist nur ein Wort im Griechisch. Ein Wort. Tetelestai. Im Passiv. Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die Sünde ist weg. Die Vergebung ist in der Welt. Das ewige Leben ist in der Welt. Es ist vollbracht. Mein Tod am Kreuz hat das erreicht. Und da dürfen wir jubeln und fröhlich sein und die Freude haben, die Jesus in Johannes 17, 13 sagt, dass meine Freude übermäßig bei euch sei, weil das geschieht. Aber jetzt noch was Interessantes. Das hat Jesus am Kreuz gesprochen. Es ist vollbrachtet. Vollbracht. Vollendet. Passiert. Realisiert. Es ist realisiert. Das erste Wort, dass der erhöhte Christus zur Rechten Gottes, dem Paulus sagt, als er elendlich im Gefängnis in Rom leidet, das sind keine Gefängnisse wie in Lenzburg mit Fernsehen und allem drum und dran, das sind schlimme Orte gewesen. Und er war lange im Gefängnis und er hatte gelitten unter einem Kollaps, jahrelang, sein ganzes Leben, dreimal, das heißt, immer wieder hat er gelitten und immer wieder ist er vor Gott gedreht. Also bitte nimm das weg. Ich habe eine persönliche Theorie, die mag falsch sein, aber man kann ja auch mal dazwischen etwas Falsches sagen. Ich habe die Meinung, dass der Kollaps ein Splitter vom Kreuz Christi ist. Weil man kann es auch übersetzen mit Splitter. Nimm mir den Splitter aus meinem Leben. Das ist sein Leiden. Ist mir jetzt nicht das Wichtigste, aber ich will doch das sagen. Und jetzt kommt die Stimme des verherrlichten Jesus Christus, der die Welt regiert.
Da sagt der liebe Paulus, lass dir an meiner Gnade genug sein. Achtung, denn meine Kraft kommt zur Vollendung in der Schwachheit. Denn meine Kraft kommt zur Vollendung in der Schwachheit. Wo ist das passiert? Am Kreuz. In der größten Schwachheit von Christus hat er das größte Werk vollbracht. Die Erlösung der Menschheit. Die Erlösung der Menschheit. Deshalb noch einmal dieser Spruch. 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus, lass dir genügen an meiner Gnade. Denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Was haben wir nicht Schwächen und Begehren auf? Und da gilt für mich dieses Wort, habe ich viel erlebt. Ich lasse mich genügen an seiner Gnade. Und darum sagt dann Paulus, darum rühme ich mich jetzt der Engpässe. Ich rühme mich der Tribulation, der Probleme. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ist das nicht der Message? Deshalb überglücklich, überglücklich. Große Freude, vollkommene Freude. Aber das ist noch gar nicht das Ende. Jetzt kommt das Letzte und dann können wir heimgehen. In dem Moment, wo Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht, reißt der zweite Vorhang im Tempel von oben nach unten. Im Passiv. Er wird gerissen. Das heißt, Gott selber zerreißt den Tempelvorhang. Und dieser Tempelvorhang war da. Man glaubt es ja heute fast nicht, aber das war die Übung. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester unter großen Vorkehrungen am Yom Kippur dort hinter den Vorhang, um Versöhnung fürs Volk zu schaffen. Und jetzt hört gut zu. Und jetzt ist der Vorhang zerrissen. Samira, wir können ohne Schande, ohne Angst, ohne Versagen, können wir vor den Thron Gottes kommen mit unseren Anliegen. Und wir haben keine Angst zu haben. Der Himmel ist geöffnet. So schreibe ich das an. So, hier, Himmel. Der Himmel ist geöffnet für alle, die Ja sagen zu diesem Jesus, der das unglaubliche Werk vollendet hat, dass er nämlich durch seinen Opfertod den Himmel geöffnet hat. Das glaube ich fest und ich lade alle von euch ein, dass sie Ja dazu sagen. Da sagen sie das beste Ja in ihrem Leben. Sie sagen gutes Ja bei der Eheschließung, aber das beste Ja sagen sie, wenn sie zu Jesus sagen, Jesus, ich will dir gehören. Ich will dir gehören. Ich danke dir, dass du meine Schuld nimmst. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Unendlich. Und ich danke dir, dass du mir den Weg geöffnet ins Himmelreich. Damit kann ich leben, damit kann ich sterben.